Willkommen bei Kaffee Krebs mit Claudine Petit, Ihr Podcast rund um alle Emotionen zum Leben mit Krebs. Ungeschminkt, ehrlich und auch mit einer Prise Humor. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kaffee Krebs. Heute wechseln wir in unserer Podcast-Reihe zum allerersten Mal die Perspektive. Wir möchten uns darüber unterhalten, wie man sich als Partner, Familienmitglied oder Freund fühlt, wenn ein geliebter Mensch an Krebs erkrankt. Mein heutiger Gast, Herr Gerhard Schock, musste 2013 leider erleben, wie seine Frau an Lungenkrebs erkrankte. So viel sei verraten, die Reise war eine sehr intensive, es sah nicht immer gut aus, aber heute geht's Frau Gröner-Schock richtig gut wieder und sie kann ein fast normales Leben leben. Wir möchten uns aber heute wirklich auf die Emotionen von Herrn Schock konzentrieren und mal wirklich tiefer beleuchten, was es bedeutet, wenn ein so geliebter Mensch so krank wird und was es mit einem macht. Herzlich willkommen, Herr Schock, und als allererstes darf ich fragen, wie möchten Sie Ihren Kaffee trinken? Ich hätte gern einen Cappuccino. Auch hallo von Sehr mir. Sehr gerne. Sehr gerne. Sie bekommen Ihren Cappuccino. Ich bleibe bei meinem Latte Macchiato. Auch Italien-affin. Ja, absolut. Absolut. Wenn man in München lebt, dann ist es ganz nah. Ja. Wobei ich ja mit meiner Herkunft und meinem Namen natürlich jetzt sagen müsste, dass ich eigentlich eher frankophil bin als Claudine Petit. Aber dafür lebe ich schon fast zu lange hier, glaube ich. Also mir ist Italien mittlerweile genauso nah wie Frankreich. Einfach ein schönes Land zum... Zum Urlaub machen, ja, wunderbar. Egal wie Dolce Vita oder Savoir Vivre, alles schön. Ich nehme beides. Wir haben unsere Cafés vor uns stehen. Dann würde ich sagen, starten wir einfach los. Herr Schock, wie haben Sie damals von der Diagnose Ihrer Frau erfahren? Also das war so, gerade haben wir ja gesprochen über Italienurlaub. Wir standen vor unserem jährlichen Pfingsturlaub in der Toskana. Und meine Frau, die hatte Sprachfindungsstörungen seit einigen Tagen vor diesem Termin bekommen. Es ging ihr einfach nicht gut und sie wollte einfach nochmal abklären lassen beim Arzt, ob da irgendein Problem vorliegt. Das war dann so, dass die Ärztin hellhörig wurde mit diesem Problem und hat sie sofort zu einem CT geschickt, in so eine Praxis. Und da wurden dann sogenannte Raumforderungen im Gehirn entdeckt. 3 Stück. So jetzt, was ist eine Raumforderung? Das ist ja schon ein ziemlich sperriges Wort, so eine Raumforderung. Ja. Ne? Okay. Ja, das war dann eigentlich schon sehr aufregend für uns im Gehirn. Also irgendwas befindet sich darin, was da nicht hingehört. Und das hat uns schon sehr verängstigt, aber es war ja nicht klar, was es eigentlich sein, was es ist. Es verging dann also auch ein paar Wochen, bis Sie wirklich wussten, was Ihre Frau hat, oder? Nein, nach dieser Feststellung in diesem CT, hat man das ja gesehen, wurde meine Frau ins Krankenhaus überwiesen. Und zwar, wir sind damals... weil wir eine gute Beziehung zur Unistadt Tübingen haben, zur Uniklinik nach Tübingen. Da wurden dann alle möglichen Untersuchungen gemacht, weil man ja nicht genau weiß, was ist das und wo kommt das her. Und da hat sich dann halt leider herausgestellt, dass sie einen Primärtumor in der Lunge hat. Und es war dann... im Prinzip kurz nach Pfingsten 2013. Und als ich das erfahren habe, da bin ich erst mal in ein tiefes Loch gefallen. Die bisherige heile Welt ist für mich zusammengebrochen. Ich konnte mir nicht vorstellen, warum hat meine Frau jetzt so eine Erkrankung? Wieso gerade sie? Und normalerweise hört man immer von solchen Erkrankungen von irgendwelchen Leuten oder vielleicht mal im Bekanntenkreis. Krebs kriegen nur die anderen, ne? Genau, dass man da wirklich selbst so massiv dann betroffen ist, das war eigentlich bisher, hat man ausgeblendet, dass sowas passieren kann. Also
der normale Alltag, den wir bisher da hatten, war auf einen Schlag zusammengebrochen. Mhm. Es war dann so, dass sie erst mal knapp 2 Wochen im Krankenhaus war. Okay. Mhm. In Tübingen, stationär, für diese ganzen Untersuchungen. Und es war dann auch so, sie hatte dann auch Kopfschmerzen bekommen aufgrund dieser Metastasen und Cortisonbehandlung und so weiter. Mhm. So, und in der Zeit bin ich dann jeden Tag nach Tübingen gefahren und habe sie besucht. Und 2013 war unser dritter Sohn erst 12 Jahre alt. Den konnte ich da nicht mitnehmen. Der hatte auch Schule. Und wir mussten, oder ich musste halt organisieren, dass er betreut wird in der Zeit, wenn ich nicht da bin. Mhm. Und das haben dann auch direkt Sie organisiert? Oder hat da Ihre Frau noch ein bisschen unterstützt? Oder sind Sie da sofort reingesprungen und haben quasi die Alltagsorganisation übernommen? Also ich musste da sofort reinspringen, weil meine Frau, die war natürlich auch total überfordert von dieser Diagnose und war eigentlich auch am Boden zerstört. Mhm. Und das, wie gesagt, Krebs hört man immer von den anderen, aber man hat sich nie so genau damit befasst. Und ich hatte dann halt angefangen, mich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch mit dem Thema Lungenkrebs. Und war dann schon ziemlich verzweifelt am Anfang, was man da so liest, vor allem im Internet, welche Therapiemöglichkeiten da möglich sind noch. Und es ist halt leider so, Lungenkrebs wird oft erst erkannt, wenn halt die Krankheit relativ weit fortgeschritten ist. So, und ich habe dann also auch einige schlaflose Nächte verbracht. Mein Sohn hat bei mir geschlafen, dann in unserem elterlichen Schlafzimmer. Das kenn ich. Der war natürlich auch betroffen. Ja, ja. Und also ich, wie gesagt, ich musste mich erst mal wieder sammeln und wollte aber auch meinen Schmerz und Hilflosigkeit meiner Frau nicht zeigen. Mhm. Es ist ja so, meine Frau ist der Mittelpunkt meines Lebens. Wir sind seit der Schulzeit zusammen, seit 1976, also dieses Jahr 44 Jahre. Mhm. Und wir sind seit 35 Jahren verheiratet. Und ich wollte einfach nicht, dass so dieses Zusammenleben endet. Mhm. Deshalb habe ich mir gesagt, ich versuche alles zu tun, um dieses Thema Krebs zu bekämpfen. Ich versuche, ihr zu helfen. Ich versuche, nicht zu zeigen, wie betroffen ich bin. Und habe dann, wenn es ging, war ich immer bei diesen Terminen dabei, die es dann im Krankenhaus gab. Bei den Untersuchungen später, und den Gesprächen und allem und Nachsorge später wahrscheinlich auch. Ne? Auch. Also ich habe versucht, sie, wenn es ging, immer zu betreuen und sie zu motivieren und zu helfen und halt Hoffnung zu geben. Und habe auch versucht, mich selbst zu motivieren, zu sagen, schlimme Diagnose, aber wir versuchen einfach alles, was irgendwie möglich ist, um dagegen anzukämpfen. Sie haben eben gesagt, Sie waren da oftmals auch sehr verzweifelt. Haben Sie das so offen mit Ihrer Frau besprechen können oder haben Sie versucht, Ihre eigenen Gefühle, Ängste, Verzweiflung von Ihrer Frau abzuschirmen? Also ich habe versucht, meine Ängste abzuschirmen, weil sie war schon in einem schwierigen mentalen Zustand so. Sie wusste natürlich auch, was das bedeutet oder bedeuten kann. Und wenn ich da noch mit meinen Problemen sie zusätzlich belaste, habe ich mir gedacht, dann ist das eigentlich schlecht für sie. Wie gesagt, ich habe mich dann halt auch abgelenkt, indem ich mich viel informiert habe über welche Therapiemöglichkeiten gibt es, wo sind gute Krankenhäuser, welche anderen Optionen gibt es noch.
zum Beispiel auch das Thema Ernährung oder mentale Geschichten, die es da so gibt, Autosuggestion, also alle Bereiche, wo man so liest, wo noch helfen könnten in diesem Fall. Da habe ich mich halt also damit beschäftigt und das hat mich dann auch persönlich abgelenkt. Und Sie sind sozusagen zum Researcher Ihrer eigenen Frau geworden. Im Prinzip. Und haben Sie da unterstützt? Sagen wir mal so, ich habe mich informiert, aber habe sie im Prinzip abgeschirmt von der Problematik von so einem Lungenkrebs. Und habe sie halt begleitet und betreut und im Prinzip so eine Art Projektbüro Überleben gemacht für meine Frau. Das ist so ein tolles Wort, das haben Sie in unserem Vorgespräch schon gesagt. Ich finde, das trifft es so gut. Ja. Projektbüro Überleben, denn es ist, ich kann das aus der Patienten- oder Perspektive ergänzen, es ist ja wirklich, wie Sie sagen, man fällt ja mitten aus dem Leben. Also von jetzt auf gleich ist man auf einmal auch als sozusagen Erkrankter auch derart blockiert, dass man all das, was man vorher so gemanagt hat im Alltag, überhaupt nicht mehr regeln kann. Und das war bei uns auch so. Also das ist von jetzt auf gleich musste das alles mein Mann übernehmen. Meine Eltern sind dann aufgrund der Kinderbetreuung da auch noch mit eingesprungen und sogar auch Freunde. Das ist ja Ähnliches, haben Sie mir im Vorgespräch auch schon erzählt. Die versuchen dann Projektbüro Überleben hier am Laufen zu halten, weil man selber hat da keine Kräfte mehr dafür. Also meine Frau hatte keine Kraft für diese Bereiche. Es war natürlich, ich meine, Metastasen im Gehirn will keiner. Das ist schwierig. Das wäre wirklich keiner. Und es war dann auch ganz toll, unsere Verwandten, nahestehende Geschwister, ich habe noch Geschwister, ihre Geschwister, die Freunde, Bekannte. Also wir haben nicht verheimlicht, was meine Frau für eine Erkrankung hatte, sondern haben das halt offen erzählt und es gab viel Zuspruch und Hilfe. Und es war ganz wichtig, auch für meine Frau, dass sie halt im Freundeskreis und immer verstärkt wurde. Ich meine, man sagt es immer so leicht, es besteht immer Hoffnung und es wird schon irgendwie gut gehen und so weiter. Aber ja, es tut auch gut, wenn man solchen Zuspruch erhält. Und ich denke, das ist auch wichtig für die Betroffenen, dass jetzt keiner sagt, ach, das habe ich schon mal gelesen, da lebst du nur noch ein Jahr oder zwei. Aber ist halt Pech oder so, irgendwas in die Richtung. Also das darf man nie zu einem Betroffenen, Erkrankten sagen. Sondern es gibt immer Hoffnung. Und wie gesagt, unser hoffnungsloser Fall hat sich gewandelt. Ist das beste Zeichen dafür, dass es immer Hoffnung gibt. Ja. Und so schwer wie die Zeit am Anfang war, mit der Zeit, als es ihr wieder besser ging, durch entsprechende Therapien, war auch mein Befinden wieder besser. So langsam wieder so eine Hoffnung aufgekeimt und so ein gewisser Alltag hat sich entwickelt. Ich war dann halt jetzt zuständig für meinen jüngsten oder unseren jüngsten Sohn. Der war ja noch in der Schule. Versorgung und Betreuung. Und da muss ich auch noch sagen, dass ich einen tollen Arbeitgeber habe, der mir da halt den Rücken freigehalten hat. Und ich konnte dann halt oft im Homeoffice auch arbeiten und das ist so wichtig, parallel meine Frau betreuen. Ja. Wie war das bei Ihnen? Wie war das mit der Unterstützung durch Ihre Verwandtschaft, Freunde, Bekannten? War das ähnlich gelagert wie bei mir? Ja, das war sehr ähnlich. Mein Mann hat auch sofort, ich übernehme einfach Ihren tollen Satz, Projektbüro Überleben übernommen sozusagen, hat sich sofort um die Kinder gekümmert. Dadurch, dass bei mir relativ schnell klar war, dass es in kürzester Zeit eine zweite Operation geben wird, die mich deutlich mehr außer Gefecht setzen wird als die erste, haben wir auch diese zwei bis drei Wochen wirklich versucht, in der Kernfamilie irgendwie zu organisieren,
mit Freunden und meine Eltern kamen dann nach der zweiten großen Operation für 3 Wochen zu uns und sind einfach bei uns eingezogen und haben einfach alles übernommen und haben uns da ganz toll unterstützt. Ich kann genau wie Sie auch sagen, ich hatte ganz tolle Kollegen und einen ganz tollen Arbeitgeber, der sich naturgemäß auf dem ganzen medizinischen Sektor deutlich besser auskannte als ich und mich da ganz, ganz, ganz toll unterstützt hat. Und aber auch die Freunde, denn mit 2 kleinen Kindern und einer Unterleibsoperation ist es natürlich irgendwie, ist man noch sehr lange auch auf Hilfe angewiesen. Ich konnte ja lange unsere Kinder nicht tragen. Ich konnte die Kleine nicht in den Kindersitz setzen oder irgendwas. Und dann haben meine Freunde wirklich ein Betreuungsnetzwerk gesponnen und wir hatten 6 Wochen abwechselnd. Jeden Nachmittag hat eine Freundin oder ein Freund unsere Kinder abgeholt, hat sie zu mir nach Hause gebracht, die Kinder, hat Essen entweder bei uns gemacht oder Essen mitgebracht und je nachdem, wie der Tag verlaufen ist, sogar, das ist nicht oft vorgekommen, aber dann die Kleine vielleicht sogar auch noch mit Bett fertig gemacht hat. Ja, das zeigt einfach, man braucht Hilfe in der Zeit. Ja, absolut. Und es ist schön, wenn man halt Freunde, Kollegen, wenn einfach das Umfeld hilft, unterstützt, motiviert und für einen da ist, dann hat man halt auch ein gutes Gefühl. Absolut. Es ist schwierig für jemanden, halt, der alleine lebt, so eine Krankheit durchzustehen, aber vielleicht hat auch der Freunde und so weiter. Ganz bestimmt, also ja. Und ich glaube auch, da ist Familie ist, ich bin der festen Überzeugung, Familie muss nicht immer blutsverwandt sein. Also ich glaube, man kann auch jemanden zu seiner Familie zählen, der in Anführungsstrichen nur ein Freund ist. Und ich habe so viel Aufmerksamkeit Aufmerksamkeiten von Kollegen und Freunden auch erhalten, wo ich nie damit gerechnet hätte. Und für mich war das wirklich Balsam für meine Seele und ich wäre auch nicht so gestärkt aus dieser ganzen Nummer rausgekommen, wenn ich nicht diesen Support gehabt hätte. Es gab Tage, da konnte ich das nur sehr minimiert konsumieren. Also ich konnte mir nicht immer all die Nachrichten, Briefe an dem Tag durchlesen, an dem ich sie bekommen habe, weil das genau, ich das so nicht geschafft habe. Genau, so ging es meiner Frau auch, ja. Ja, das muss man dosieren, aber Ich habe Bilder, ich mache jedes Jahr ein Fotoalbum für die Familie mit unseren sozusagen wichtigsten, schönsten Aktivitäten. Und da habe ich Ihnen das von 2019 auch ein Bild von dem Blumenmeer, was auf unserem Esstisch stand, kurz nach meiner Diagnose. Ich habe eins dieser Bilder wirklich in das Fotobuch mit reingemacht, mit einem Bild von mir aus dem Krankenhaus, weil ich meine, es war auch ein ganz wichtiger Zeitraum in dem Jahr und immer wieder, wenn ich dieses Bild sehe, wo ich denke, Wahnsinn, der ganze, ein großer Holzesstisch hat vollgestanden mit Blumensträußen und Karten und das war schon sehr schön. Und ja, das hilft, schon schön. Das hilft für die Seele so sehr. Also, vielleicht ist es der positive Aspekt von so einer Krankheit, dass man halt dann auch erfährt, welche Unterstützung es geben kann. Absolut. Von seinem Umfeld im Prinzip. Also das ist so ein Schlag, der da halt kommt, so ein Schicksalsschlag, der zeigt dann, wie gut Freunde sind. Absolut. Und natürlich Familie, klar. Ja. Und natürlich auch, wie Sie sagen, die Kollegen, Kolleginnen, der Arbeitgeber. Ja, hat uns sehr geholfen. Wie schafft man denn in so einer schwierigen Zeit das Verständnis füreinander aufzubringen? Denn es gab wahrscheinlich ja viele, viele Situationen und Momente, wo sie, ihre Frau wahrscheinlich so mit sich selber beschäftigt war und kaum für anderes zugänglich war. Und sie hatten wahrscheinlich 1 Milliarde To-Dos und Fragen in ihrem Kopf. Wie schafft man da gegenseitig das Verständnis füreinander aufzubringen? Also das ist ja so, wie gesagt, wir sind seit 44 Jahren zusammen und haben selten gestritten in der Zeit. Wir das haben ist einfach eine gute, ja, wir haben eine gute Verbindung und das hat irgendwie hat's funktioniert. Sie hat versucht, gegen die Krankheit anzukämpfen und ich habe halt das drumherum organisiert. Und sie hat mich gebraucht und ich habe sie gebraucht und
wir haben uns dann halt gegenseitig gestützt und getröstet. Und war das bei Ihnen so, dass wenn Sie aus dem Zimmer Ihrer Frau gegangen sind, dass manchmal auch so alles von Ihnen abgefallen ist, weil Sie sich natürlich vor ihr immer sehr zusammengerissen haben und den Starken mimen wollten, und wenn man dann die Tür rausgeht, dass dann alles so in einem zusammenbricht? Das kenne ich von den Erzählungen meiner Verwandten. Also, als es ihr dann schlechter ging, da war es schon so, dass wenn ich vom Krankenhaus dann zurückgefahren bin, dann habe ich auch mal geweint. Und habe mich halt gefragt, warum gerade sie? Warum passiert uns das? Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Herr Schock, wie haben denn Ihre Kinder reagiert und wie haben Sie denn ja geschafft, die auch noch irgendwie zu stützen? Also es war so, wir haben drei Söhne. Die zwei Älteren, die waren schon nicht mehr bei uns im Haus, sondern in ihren Ausbildungen in Ulm und Konstanz. Die waren natürlich auch sehr betroffen, aber sie waren nicht so oft dann halt vor Ort. Man hat dann telefoniert und gesprochen. Aber damals halt nicht so genau gesehen, wie es denen geht. Also es ging ihnen auch nicht gut, ist ja klar. Wer hat schon gern eine Mutter, die vielleicht nicht mehr lange lebt? Intensiver hat es natürlich unseren jüngsten Sohn betroffen. Der war ja erst 12 bei der Diagnose. Und der hatte dann schon sich so ein bisschen zurückgezogen. Und hatte auch in der Schule am Anfang Probleme. Was, glaube ich, aber ganz normal ist. Also, ja, in dem Alter. Ja. Und vielleicht war ihm auch vieles gar nicht so bewusst, was da vielleicht passieren kann. Ich muss auch zugeben, ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass es vielleicht über kurz oder lang vorbei ist mit meiner Frau. Und wie soll es weitergehen, das Leben? Es war alles irgendwie weit weg und unvorstellbar, aber irgendwie stand es doch im Raum. Und das ist sowas, das ist natürlich sehr belastend. Vor allem halt, wir sind so lange zusammen und ich konnte mir halt nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwann endet. Ich meine, der Weg endet irgendwann, aber da hätte ich noch gern ein paar Jahre. Und in, absolut. In 15 Jahren hätten wir goldene Hochzeit. Ja. Na, die werden Sie auch auf jeden Fall mit einem großen Fest feiern. Ja. Da sind wir uns ja alle sicher. Ich meine, es sind jetzt 7 Jahre vergangen und das ist dann schon schön. Auf jeden Fall. Haben Sie mit Ihrer Frau auch ganz offen über das Thema den Tod sprechen können? Also es gab so Momente, wo es ihr schlecht ging. Und sie hat dann zu mir gesagt, ich will nicht sterben. Und das war dann schwierig, aber ich habe einfach dann zu ihr gesagt, du wirst nicht sterben. Es wird weitergehen. Es gibt immer einen Weg. Das hat mir Mann auch mal zu mir gesagt. Versucht, sie da rauszuholen. Aus dieser Angst. Ja, und dann gab es neue Hoffnung. Und dann ging es wieder bergauf. Sehr schön. Neue Hoffnung heißt, die Medizin entwickelt sich weiter und es gibt auch große Fortschritte in dem Bereich und auch neue Therapien. Und Gott sei Dank haben wir das Glück gehabt, da in einer Studie teilzunehmen. Ich war da nur sozusagen drumrum und habe sie begleitet. Ja, aber das darf man nicht unterschätzen. Dieses Drumrum ist genauso wichtig. Also wir
wir könnten, glaube ich, alle nicht so kämpfen, wie wir es getan haben, wenn man nicht wüsste, dass man da ganz, ganz starken Support an seiner Seite hat. Und auch, wie Sie das eben so schön gesagt haben, gerade, glaube ich, für uns Muttis ist es auch ganz wichtig zu wissen, dass das zu Hause läuft. Dass da Leute da zu Hause mit unterstützen, dass die Kinder eine gute Zeit haben. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber obwohl wir alles mit unseren Kindern teilen, da sehr transparent sind, aber wir sind auch in so ganz automatisch in so eine Schutzhaltung sind wir reingerutscht. Und dem Großen haben wir erstmal gar nicht gesagt, was ich eigentlich habe. Genau, das ist eine Schutzreaktion. Unsere großen Söhne, die wussten natürlich, was das alles bedeutet, aber unser Jüngster mit 12, den haben wir nicht so direkt konfrontiert. Er wusste, die Mama ist krank, im Prinzip schwer krank, aber was das bedeuten kann, auch für ihn, das haben wir ihm halt nicht so direkt erzählt und das war schwierig für ihn. Aber wie gesagt, wir hatten halt tolle Freunde, tolle Familie. Er wurde betreut, auch von einer langjährigen Schulfreundin von meiner Frau. Da hatten Sie ja schon erwähnt, die hat nicht nur unseren Sohn betreut und ihm geholfen, sondern auch hier im Haushalt mich unterstützt. Ja, das ist wichtig. Der Spezialist für Bodenpflege war ich dann auch noch nicht. Oder wahrscheinlich bin ich es immer noch nicht. Und es ist auch so. Aber auch so, manchmal reicht ja, auch. Ne? Sagen wir mal so, Männer sehen den Staub nicht so wie Frauen. Bestimmt. Also, da wird Ihnen mein Mann auf jeden Fall zustimmen. Ich habe da jetzt keinen Schwerpunkt auf Bodenpflege gelegt. Und es ist ganz witzig eigentlich, nachdem es meiner Frau wieder besser ging, sie hatte ja auch ein Problem mit dem Sehen. Hat nicht mehr so gut gesehen und das hat sich dann auch wieder verbessert. Und als sie dann zu Hause war, dann fiel halt der Blick auf die Ecken in den Zimmern und dann war natürlich Putzen angesagt. Ja, mein Gott, wie sieht es denn hier aus? Ging es dann wahrscheinlich erstmal los. Ja, so ähnlich. Also mein Sohn und ich, uns hat das nicht gestört. Nee. Aber ich kann Ihnen sagen, das ist eine Typsache. Das hat nichts mit Mann und Frau zu tun. Ja. Mich stört das auch nicht so sehr. Okay, gut. Aber meine Frau hat es halt gestört. Und das war ja so, nach der Diagnose hat sich ja vieles geändert. Viele Dinge, die vorher wichtig waren, waren immer so wichtig. Also ob man jetzt eine Wand weiß oder hellblau streicht und da streitet war dann egal. Ja, das ist richtig. Oder ob jetzt der Staub 3 Zentimeter hoch liegt auf der Treppe. War mir auch egal. Aber nachdem halt wieder ein gewisser Alltag eingekehrt ist, waren das auch wieder Themen, die so langsam wieder hochkamen. Und das ist ja das Schöne auch, dass es irgendwann wieder normal wird. Ich hatte ganz oft Angst. Ich hatte ein Gespräch mit einer ganz, ganz lieben Freundin im Garten. Die kam auch, wie man sich das so vorstellt, mit einer Auflaufform mit Gemüse und noch für abends was und Spielsachen für die Kinder und noch ein Care-Paket für meinen Mann. Und wir saßen im Garten und da habe ich zu ihr gesagt, weißt du, wovor ich am allermeisten Angst habe? Dass mein Leben nie wieder so wird wie vorher. Dass man vor allem Angst hat, dass man von allen mit Samthandschuhen angefasst wird und auch, dass die Beziehung zum Partner nie wieder so ausgelassen sein kann wie früher. Und obwohl ich meine Erkrankung ja deutlich kürzer zurückliegt, aber das kann ich auch genau wie Sie sagen. Und das ist schön, irgendwann rutscht es wirklich in den Hintergrund und man ist wieder fast ganz normal miteinander und all das Leben ist wieder fast normal. Und das finde ich ist auch immer sehr erstrebenswert, dass es ganz schnell wieder normal wird. Ja, in gewisser Weise. Es ist aber auch so, wenn jetzt wegen einer Nichtigkeit sozusagen gestritten wird, was selten vorkommt, dann fällt mir irgendwann ein, das ist doch gar nicht wichtig. Das stimmt. Nach dem, was alles passiert ist und wie wunderbar sich das Leben bei uns wieder entwickeln konnte, muss man einfach dankbar sein, dass es so ist, wie es jetzt
Es war so, dass meine Frau halt schon gewisse Einschränkungen hat, aber es ist halt toll, dass sie noch da ist und dass wir viele Dinge gemeinsam machen können, auch Urlaube. Ich kann mich da nur anschließen. Uns hat das auch noch enger zusammengeführt und wir können schöne Momente noch besser genießen. Also wir können, glaube ich, uns in schönen Momenten durch diese Erkrankung und durch das, was man da miteinander durchmachen muss, wirklich fallen lassen und den Moment einfach genießen. Und das ist mir persönlich früher sehr schwer gefallen. Genau. Früher ist man in diesem Alltag drin gesteckt. Ja. Arbeit, was weiß ich, Schule, Haus und so weiter. Aber wenn mal sowas passiert, dann tritt das alles plötzlich in den Hintergrund. Mhm. Und man denkt, man braucht eigentlich Gesundheit und Zeit. Absolut. Und eine gute Beziehung zueinander. Das wäre sehr schön, das wünschen wir Ihnen auch. Sehr gut. Gibt es was, was Sie anderen Angehörigen raten würden, die in diese Situation reinkommen werden? Ja, im Prinzip das, was ich schon alles erzählt habe, halt der Betroffene braucht massive Unterstützung durch Partner, Angehörige, Freunde, positive Verstärkung. Nie sagen, das geht nicht mehr lang oder also immer sagen, es gibt noch Hoffnung in allen möglichen Bereichen, versuchen zu unterstützen und halt den Patienten verstehen, auch wenn er jetzt mal sagt, kannst heute nicht kommen, mir geht's nicht so gut, ich brauche meine Ruhe, dann darf man da nicht irgendwie beleidigt sein, der will nichts mehr von mir wissen, sondern das ist halt so, das für die Betroffenen ist das schon, je nach Krebs natürlich, klar, aber wenn es mal weiter fortgeschritten ist, schon sehr schwierig und die brauchen dann tatsächlich wirklich ihre Ruhe und einen anderen Tag geht es wieder besser und dann kann man ja einen Besuch machen und auch mal miteinander lachen, positiv verstärken, also die Krankheit nicht verheimlichen, sich nicht zurückziehen, anderen mitteilen, wie es einem geht und welche Probleme da sind. Für meine Ohren hört sich das auch ganz toll an, wie Sie das gemacht haben. Und ich hätte mich da auch sehr wohl gefühlt. Also ich glaube, das kann man schon so sagen, dass Sie das ganz toll gemacht haben. Herr Schock, ich danke Ihnen sehr. Das war ein ganz großartiges Interview, ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank für Ihre Offenheit. Gerne. Ich möchte halt auch anderen Betroffenen Mut machen, dass es halt auch gut laufen kann. Mhm. Und heute, denke ich mal, immer häufiger gut läuft. Mhm. So auswegslos die Situation auch wirkt. Und das kann man bei Ihrer Geschichte nicht oft genug unterstreichen. Das sah einige Wochen lang sehr auswegslos aus. Ja. Es gibt immer noch Licht im Tunnel. Also das ist ganz toll und vielen Dank. Ich glaube, durch Ihre Offenheit haben Sie vielen, vielen Betroffenen, also Freunden, Familie von Betroffenen sehr geholfen. Und die wissen, dass all die Emotionen normal sind und dass es nicht richtig oder falsch gibt. Dafür bedanke ich mich sehr. Man muss seinen Weg finden. Und wie gesagt, ich habe das jetzt gerne erzählt. Und wir sind auch sehr dankbar. Dazu gehören natürlich nicht nur Freunde, Verwandte, Bekannte, sondern natürlich auch der Medizin, den Krankenhäusern, den Ärzten, auch den Pharmakonzernen. Alle, die halt versuchen, Betroffenen wie auch immer zu helfen. Das war ein sehr schönes Schlusswort, Herr Schock. Ich bedanke mich wahnsinnig für dieses tolle und sehr intensive und aufrichtige Gespräch. Ich glaube, das wird vielen Menschen da draußen helfen, die sich vielleicht in der gleichen Situation befinden. Ich danke unseren Zuhörern, dass sie wieder reingeschaltet haben und freue mich, euch auch ganz bald wieder zu hören. Und vergesst nicht, mein Name ist Claudine Petit und gemeinsam sind wir stark. Mehr Infos unter www.kaffeekrebs.de. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von MSD Sharp & Dohme GmbH.